Ja. Wie geht das Ihnen, Herr? Ach, du schon wieder. Ja, viel von die Damen Und damit herzlich willkommen zu unserem neuen Video heute. Heute habe ich euch den Wilson wieder mitgebracht. Ganze zwei Telefonate sogar tatsächlich. Insgesamt sind es drei Telefonate. Ja, aber es ist von zwei verschiedenen Tagen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Telefonat. Wie geht das denn heute? Ja, ganz gut. Super, super. Was machen wir mit den Investitionen? Na nix. Warum? Na, ich investiere nicht bei Betrügern. Also, Sie denken auch so. Auch heute? Sie denken, wir sind Betrüger, Jo. ja? Okay. Warum gehen Sie nicht bei der Polizei, wenn Sie denken, so? Ja, eure Telefonnummer funktioniert ja nicht. Aber ich habe gesagt, warum gehen Sie nicht beim Polizei, wenn Sie denken, wir sind betrübt? Ich habe euch ja schon gemeldet bei der BaFin und die Domain habe ich bereits gemeldet. Beim Verbraucherschutz habe ich euch gemeldet. Hm. Jo, aber nützt ja nicht viel, wenn man euch nicht erreichen kann, ne? Das wisst ihr ja selber auch. Ach so. Verstehe Sie. Wie war Ihr Tag heute? Ja, ganz gut. Ich habe heute die Videos von dir geschnitten. Ach so. Welcher Channel? Was? Welcher Video? Na, die YouTube-Videos. YouTube-Videos. Und wie heißt Ihr Seite in YouTube? Ja, das verrate ich dir nicht. Ach so. Okay, kein Problem. Ich kann finden. Gerald Steiner. Okay. Oh, Herr Gerald. Steiner. Sauer. Gerald Steiner Sauer. Sind Sie? Herr Gerald? Wo ist der Gerold? Nein, ist nicht da. Also, welche Video haben Sie in YouTube? Ja, noch sind sie ja nicht online. Wann haben Sie diese Video gemacht? Heute oder wann? Heute habe ich erstmal geschnitten, ja. Aber wie heißt Ihr Plattform, Herr, in YouTube? Das werde ich dir nicht verraten. Musst du selbst Warum? rausfinden. Wollen Sie nicht mehr sagen? Warum darf ich fragen? Ja, du verrätst mir ja auch nicht, wie viele Leute du so am Tag bescheißt. Sag mir, ich sage dir auch. Also, ich habe hier eine Plattform Gerold Steiner Sauer, aber ich weiß nicht, wenn Sie sind oder nicht. Bist du oder nicht, Herr Steiner? Okay. Ich muss nochmal suchen. Gerold Steiner. Gerold Gerold Steiner Sauer. So, Sie können mir sagen, Ihre Plattform, Herr Steiner. Naja, auf YouTube, das ist die Plattform. Gar nicht. And I love you so. Herr Steiner, Ah. wie heißt Ihre Plattform?
YouTube heißt die Plattform. Die Plattform ist YouTube und ihre Seite. Ja, die musst du rausfinden. Und so, ich kann, wie kann ich finden? Ich sehe nicht die Chance. So, kann mir sagen. Und ich will das Video. Jo. Sag mir. Nö. Also, wie heißt? Ich musste selbst recherchieren, verrate ich dir nicht. Habe ich dir aber auch jetzt mehrfach schon gesagt. Wird langsam mal echt langweilig mit dir. Mach mal wieder was Interessantes. Na, etwas Interessantes. Oh, ich denke. Sehen Sie Fußball? Auch nicht. Also, wir können sprechen für unser Deutsch. Unser Deutschland. Oder FC Bayern München. Was sehen Sie, etwas Sport oder was machen Sie den ganzen Tag? YouTube-Videos schneiden. Nur YouTube-Videos? Also warum machen Sie nicht beim TikTok? Oder wie heißt die neue App? Nicht so langweilig. Ich habe niemals gesehen, aber ich denke auch, die TikTok ist langweilig. Ist besser die YouTube. Also welche Videos machen Sie mit, zum Beispiel mit die Lyrics oder mit Foto, mit Bild, wie machen sie? Genau. Wie? Ja. Machen Video für zum Beispiel für einen Hund. Oder wie? Welche Video machen sie? Jo. Video. Herr Gerold? Wie sind Ihre Videos? Wie die sind? Ja, also sind mit Katze oder mit Hund. Ja, Herr Steiner. Wie sind Ihre Videos? Ich habe gefragt. Oder wie heißt Ihre Seite in YouTube? Habe ich ja schon gesagt. Na, Sie haben mir nicht gesagt. Naja, eben. Verrate ich halt auch nicht. Wie? Ich sagte, verrate ich nicht. Warum? Ja, darum. Aber Sie sind ein guter Mann. Also, Sie müssen mir sagen. Und ich will sehr auch Ihr Video. Weil du bist mein neuer Freund. Ja. Sag mir mal. Was machen Sie schon? Also, was machen Sie jetzt? Sind Sie zu Hause? Sind Sie geradeaus? Oder? Wie? Gefällen Sie die Blume? Was ist besser für Sie, Herr Steiner, eine Katze oder ein Hund? Was lieben Sie mehr? Das ist mir eigentlich egal. Herr Steiner? Okay, ich bin da. Also, ich habe gefragt, welchen Sie gefällt mehr als ein Katze oder ein Hund? Keine Ahnung, ist mir egal. Ist dir egal, okay. Also für mich, ich denke, ist besser ein Hund. Oder eine... Was gefällt mir? Also ich weiß nicht. Ich denke, die Hund. Ja, ist besser. Elena gefällt auch die Hund wie mir. Und Schwan. Hund und Schwan. Ich bin so langweilig heute. Ich bin so müde. Ich muss auch Auto fahren. Elena, heute ist nicht da. Sag mir etwas, Mann. Herr Steiner. Sag mir etwas. Nee. Warum? Du bist langweilig heute. Ich bin ja zu viel, wirklich. Ich habe keine Lust. Ja, dann geh doch nach Hause.
Aber ich muss arbeiten. Weil ich meine Firma muss arbeiten. Ja, aber wenn du nach Hause gehst, hättest du doch Zeit, dir einen vernünftigen Job zu suchen. Nein, besser, wenn ich arbeite in Büro. Ja, gibt ja auch andere Bürojobs, die seriöser sind. Also, ja, wir sind seriös, aber ich muss hier sein. Hm. Ja, weil die Schweibe macht nicht so gut manchmal die Arbeit, wenn ich bin nicht. So. Es regnet. Oh. Meine Lena ist nicht da. Kurz Moment bitte, ich muss in die Toilette gehen. So, ich bin wieder da. Hast du dir die Hände gewaschen? Ich muss auch Auto trinken. Kann ich erklären, die Trading? Ja, ja, erklär mal. Also, wo haben Sie mehr Interesse? Wo ich mehr Interesse dran habe? Achso, wo? Dann ist die Leitung irgendwie weg. Ja, dabei darf man hier natürlich nicht vergessen, dass der Typ angeblich von einer Tradingbank anruft und mir, ja, einen Trading-Konto eröffnen möchte. Das, ja, hört man hier aus diesem gesamten Gespräch gar nicht raus. Ja, was ist wieder der Typ, der mir eigentlich was verkaufen wollte und mir seriöse Bank- und Finanzgeschäfte anbieten möchte? Tja, höchst interessant. Naja, hier ist die Leitung abgebrochen, aber der Typ hat dann natürlich sofort wieder zurückgerufen. Was passiert? Keine Ahnung, du warst auf einmal weg. Na, also ich habe Gedanken, sie war weg. Herr Bock ist jetzt da, okay. Also, wo sind die mehr Interesse? Also in Trading. Krypto, Indizien. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also mit euch kann man ja da kein Geld machen. Bei euch kann man ja nur Geld, ja, reinstecken und dann kriegt man ja nichts mehr. Okay, es ist kein Problem. Also ich kann nur Informationen geben, wenn Sie wollen, nicht arbeiten mit uns. Ja, du kannst ja mal erzählen, wo das Geld hingeht, wenn man das bei euch überwiesen hat. Oder was ihr denn so macht mit den Opfern. Wenn ein Mann überwiesen bei uns. Was denn passiert? Es geht in Chatform. Und dann mit der Chatform arbeitet die Broker und öffnen und schließen die Operation. Also, nee, das ist ja Quatsch. Ein paar Trading machen. Also wollen Sie probieren? Nö. Nee. Ich bin nicht so doof. Ich weiß ja nicht, wen du damit überzeugt kriegst, aber mich nicht. Aber ich denke, du bist ein guter Mann. Das denke ich auch, ja. Also, wo haben Sie mehr Interesse? Wo ich mehr Interesse dran habe? Ja, gute Frage. Ich habe die Antwort gegeben. Ja, bei euch kann man halt nichts, ja, kriegt man ja keinen Umsatz. Bei euch ist ja nur Minusgeschäft. Also, ich bin plus. Weißt du, wo ich habe Investitionen? In Shiba. Ja, ja, einen Shiba legt man bei uns im Krankenhaus und dann Arsch und dann kackt man da rein. Das ist bei uns ein Shiba. Kennen Sie Shiba Inu? Sie müssen suchen. Also, such mal Shiba Inu in Google. Sie können sehen. Also, können Sie bitte beim Krypto sehen, das ist Moment in welche. Tja, der muss ganz schön langweilig sein, bei euch ruft wohl keiner mehr an, wa? Oder gibt keiner mehr seine Daten ein gerade? Gut, und dann Shiba ist in Sitzung.
Ich glaube, die erste Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano, Tether, XRP, Solana, Polkadot, USD Coin, Dogecoin, Uniswap, Terra, Binance, USD, Avalanche, Litecoin, Rapid Bitcoin und Shiba Inu. Es ist schon 0,4 mal 0. Also für 7 Tage, es ist plus 17,83%. Und für heute ist plus 0,49%. Also zum Beispiel, wenn Sie wollen. Was? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich von dir mittlerweile echt gelangweilt bin. Nein, ich bin nicht mehr langweilig. Jetzt, ich bin okay. Also, Herr Kapfer. Sie sind heute wirklich mal langweilig. Also ich weiß nicht, wenn Sie sind müde oder nicht. Jo. Ist besser, wenn ich gehe. Du kannst Montag wieder anrufen oder nehmen wir, sagen wir mal Dienstag. Aber warum Montag, morgen? Nee, Dienstag. Dienstag ab 12 Uhr ist wieder gut. Dienstag? Dienstag ab 12 Uhr. Um 12 Uhr? Ab 12 Uhr, ja. Ja, also... Ich will da morgen, übermorgen. Nee, da bin ich nicht da. Da geht hier keiner ran. Ach so, wo gehen Sie? Ja, ich bin da nicht zu Hause. Ah, Sie sind nicht zu Hause. Gehen Sie erlauben, oder was? Oh, super. Wo gehen Sie? Bitte. In Stadt oder ein anderes Land? Vielleicht. Super. Also, ich denke, Sie müssen beim Italien gehen. Ja, da war ich erst. Ja, ist ein schönes Land. Also, danke schön für Ihre Zeit. Ich wünsche Sie einen schönen Tag. Bis Dienstag. Bis Dienstag. Naja, also zumindest hält er sich an die Worte, die er so ausspricht, also was das Anrufen angeht. Er meldet sich auf jeden Fall am Dienstag nochmal und hat brav in der Zwischenzeit nicht angerufen. Ich meine, ich sehe es ja immer auf mein Handy, ob auch zu Hause auf dem Festnetz jemand angeklingelt hat. Und naja, er war zumindest von diesem Vorwahlbereich nicht mit dabei. Normalerweise nutzt sein Callcenter immer eine ähnliche gespoofte Telefonnummer mit laufenden, fortlaufenden Nummern. Ja. Naja, auf jeden Fall hat sich der Wilson nochmal gemeldet und ja, von dem her weiterhin viel Spaß mit Wilson. Hallo, Herr Kapfer. Hallo, Wilson ist wieder dran am Telefon. Wilson, mein Name. Ja, weiß ich doch. Wie geht es Ihnen heute? Ach, ganz gut. Oh, super. Und? Arbeiten wir schon zusammen oder nein? Nee, ich bezahle doch bei euch Geld ein, das weißt du doch. Warum? Ja, weil es dann weg wäre, das ist doch klar. Nee, Mann. Doch. Oh, je, nee, nee. Nein, das war nicht bei mir. Also, Herr Katze. Oder Steiner. Ja, das kannst du dir aussuchen. Nochmal bitte? Das kannst du dir aussuchen. Also, wollen Sie mit uns arbeiten oder nein? Mm-mm. Warum, lieber Mann? Na, weil dann sonst mein Geld weg wäre. Und so viel Geld habe ich aber auch nicht. Nee, Herr Katze, nee. Doch. Guck mal, du müsstest doch gar nicht arbeiten, wenn euer System funktionieren würde. Dann müsstest du doch gar nicht telefonieren und könntest doch, ja, selber investieren und gar nicht mehr arbeiten gehen. Also, Mann.
Wollen sie Geld verdienen oder nein? Ja, jeder will Geld verdienen, aber dafür braucht man halt auch ein System, wo man das kann. Also, Mann, besser ist, wenn sie hören mir erst einmal. Mhm. Und die zweite, wir können zusammenarbeiten. Und die drei, wir können zusammen Geld verdienen. Sie und ich. Okay? Nö, das klingt nicht besonders überzeugend. Aber was wollen Sie mehr von uns? Na, weiß ich nicht. Ihr ruft doch immer bei mir an. Ein Trading machen. Ja, aber ihr ruft doch immer bei mir an. Ich will doch gar nichts. Also ich rufe, weil Sie haben die Anmeldung gemacht. Ja, aber das war ja keine Einladung automatisch zum Anrufen. Ich meine, also, das war ganz nett, aber... Das ich weiß nicht. Hm. Weil ich bin nicht die Gott. Und ich kenne nicht die ganze alles. Habt ihr da eigentlich auch so eine tolle Klingel stehen? Nee? Nee, bei euch ist es ohne Klingel, aber ihr habt ja auch nicht mal Musik. Die anderen Callcenter, die haben immer Musik. Ohne Klingel, Mann. Ohne Musiker. Naja, aber das ist wenigstens schon mal ein bisschen professioneller. Da fällt der Betrug nicht ganz so auf. Ah, so, ich verstehe sie ganz gut. Aber... Sie sind ein guter Mann, Herr Katzer. Ja. Aha. Also arbeiten Sie mit uns, oder? Nö. Okay, Mann, okay, ich verstehe Sie ganz gut. Also, ich muss eine Pause machen. Wir mich melden nochmal später. Alles klar. Danke. Tschö. Ciao. Ja, normalerweise bin ich ja nicht nett zu Betrügern und verabschiede mich auch nicht unbedingt höflich von den netten Leuten. Aber naja, der Wilson, tja, ich weiß es nicht. Verdient hat das halt auch nicht, aber naja, er ruft halt immer wieder an, ne, und macht sich halt freiwillig immer wieder zum Klops und bietet hier quasi für uns wissentlich Gratis-Content. Naja, warum nicht? Dann ist es halt so, ne? Ich meine, ich hab's jetzt hier in dem Fall einfach mal laufen lassen und euch weniger dazwischen gelabert, weil letztendlich der Wilson, naja, der gehört ja hier schon fast zum Kanal. In letzter Zeit ruft Wilson leider nicht mehr so oft an. Ihr wisst ja, ich bin ja in der Regel so um die 4 Wochen im Voraus, bevor ihr das Ganze hier hört, ist das Ganze 4 Wochen vorher im Schnitt. Ja, der Wilson hat tatsächlich jetzt in den letzten Wochen, ich glaube, noch 2 Mal angerufen und dann nicht mehr so oft. Ich weiß nicht, ob das Weihnachtsgeschäft gerade bei ihm so richtig anläuft und er zu tun hat. Naja, aber bei ihm frage ich mich wirklich, wie kann das Callcenter laufen? Naja gut, man hört ja, er kann dem Anschein nach mehrere Sprachen. Das heißt, die sind ja nicht nur auf Deutschland begrenzt. Das heißt, wenn das Geschäft in Deutschland gar nicht mehr läuft, können die ja jederzeit auf eine andere Sprache umswitchen und das Skript halt in einem anderen Land benutzen. Das ist natürlich dann ein Vorteil, ne? Wenn man dann einfach ja, überall anruft auf der ganzen Welt und von einem Standort aus die Kohle nur zusammenkratzen muss. Ich meine, das Prinzip dahinter ist ziemlich einfach, aber das erfordert auch ziemlich technisches Verständnis, um das so hinzukriegen, dass man eben nicht gefunden wird. Oder wenigstens nicht so schnell. Naja, oder wenigstens die Chefs nicht, weil meistens ist es ja eh so, es ist ja wie im Drogengeschäft, man erreicht nur die kleinen Mittelsmänner, aber die ganz Großen, die da eigentlich hinter der gesamten Struktur stecken, die erreicht man wohl leider nie. Ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn euch der Wilson gefallen hat, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben und vielleicht ein Abo auf diesem Kanal, dann verpasst ihr auch keine weiteren Folgen mehr mit Wilson. Im Idealfall gleich mit Glocke, dann kriegt ihr auch eine Information, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Ja, und jetzt seht ihr hier noch die Playlist mit allen anderen Videos. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.